Hallo, mein Name ist Julia und willkommen zu einem neuen Video. Denk daran bitte, wenn du neu da bist, den Kanal unten zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dann wirst du benachrichtigt jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade. Heute machen wir den Hackbraten, der kommt aus Indiana. Und als Beilage gibt es Ofenkartoffeln. Die sind schon im Backofen bei 200 Grad für 70 Minuten. Wir haben die vorher gewaschen, mit einer Gabel eingestochen und auf ein Backblech gelegt. Das Rezept kommt aus dem Buch So kocht Amerika und ich würde sagen, fangen wir direkt an. So, für den Hackbraten benötigen wir Hackfleisch, Chilisauce, Milch, Sojasauce, Paniermehl, Butter, Speck, ein Ei und eine Zwiebel. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Würde ich sagen, fangen wir an. So, der erste Schritt ist die Zwiebel schneiden. Ich habe sie vorher schon mal geschält und wir schneiden die in feine Würfel. Jetzt müssen die Zwiebeln mit ein wenig Butter in der Pfanne angeschwitzt werden. Gehen wir rüber. Okay, die Zwiebeln sind jetzt angeschwitzt. Jetzt brauchen wir erstmal eine Schüssel, die mir der Kameramann gibt. Dankeschön. Daran kommen erstmal unsere zwei Packen Hackfleisch. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben habe ich euch unten in die Videobeschreibung geschrieben. Zu dem Hackfleisch kommen jetzt 4 Esslöffel Butter. Okay, wir müssen jetzt noch einige Zutaten abwiegen und dafür brauche ich eine Schüssel. Wir brauchen 80 bis 100 Gramm Chilisauce. Das kommt zum Hackfleisch. Dann brauchen wir 60 Milliliter Milch. Das sind 30. Und 60. Dann brauchen wir 50 Gramm Semmelbrösel. Das kommt auch dazu. Dann kommen die Zwiebeln dazu. Dann kommt dazu noch das Ei. Ein Esslöffel Sojasauce. Und eine Prise Salz. Und etwas Pfeffer. So, und das Ganze wird jetzt verknetet zu einer Masse. Das Ganze ist jetzt zu einer Masse verknetet. Und dann kommt das jetzt in eine Form. So, für den Hackbraten brauchen wir eigentlich nur noch eine Pyrex-Schüssel. Okay. Dann kommt jetzt das Hackfleisch, was wir vorhin vorbereitet haben. Das wird jetzt zu einer Bratenform zusammengeformt. Okay. So. Eigentlich wäre der Hackbraten schon fast fertig, aber es fehlen noch 4 bis 6 Scheiben Frühstücksspeck, der draufgelegt wird. Haben wir hier. Der kommt jetzt bei 200 Grad für 15 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, während der Hackbraten jetzt im Ofen ist, bereite ich unsere Beilage vor. Und zwar gibt es gefüllte Ofenkartoffeln aus Idaho. Los geht's. So, für die gefüllten Ofenkartoffeln brauchen wir nur ganz wenig Zutaten. Nämlich nochmal Frühstücksspeck, etwas Butter, Creme fraiche und Käse. Zum Abschmecken benötigen wir einfach nur ein bisschen Pfeffer und Salz. Aber als allererstes fangen wir an, den Speck in der Pfanne anzubraten und ich würde sagen, gehen wir eben zum Herd. Während der Speck erstmal ein bisschen abkühlt, schneiden wir schon mal die Ofenkartoffeln in der Länge nach auf und hüllen sie aus. Okay.
Kartoffeln sind jetzt ausgehöhlt und jetzt fangen wir an, den Speck, den wir vorhin angebraten haben, zu brösteln. Die Brösel kommen jetzt mit zu den Kartoffelresten dazu. Okay, dazu kommen jetzt 3 Esslöffel Butter oder 30 Gramm. Das kommt jetzt auch mit zu den Kartoffeln und dem Speck dazu. Zu der Kartoffelmixtur kommen jetzt noch 125 Gramm Creme Fraiche. Und dazu kommen jetzt noch 100 Gramm Grüner Käse. Dann wird jetzt eigentlich nur noch die Masse mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, verrührt und dann füllen wir die Kartoffeln. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann gut verrühren. Und dann füllen wir die Masse jetzt in unsere ausgehöhlten Kartoffeln. Okay, die Kartoffeln sind jetzt fertig und die kommen jetzt für 15 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns wieder. Das Essen ist fertig. Ich würde sagen, ich probiere eben gerade und ich bin gespannt. Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, nachzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.